In allen Gemeinden und Städten Deutschlands gibt es Straßen, Plätze und Gebäude, die nach bekannten Menschen benannt wurden. Manchmal haben diese Menschen auch einen persönlichen Bezug zu der Stadt, in der ein Ort nach ihnen benannt wurde. Ein Marburger Beispiel hierfür ist Emil von Behring. Nach ihm wurden bei uns eine Straße in der Marbach und eine Schule in der Oberstadt benannt. Aber wer ist eigentlich Emil von Behring? Emil von Behring wurde am 15. März 1854 im damals ostpreußischen Hansdorf geboren. Er war ein bedeutender Mediziner und Forscher, ist der erste Nobelpreisträger der Medizin, lebte viele Jahre in Marburg und nach ihm sind, wie bereits angedeutet, die Emil von Behring Schule, die Emil von Behring Straße sowie die dortigen Behringwerke benannt. Emil Behring interessierte sich schon in seiner Kindheit für Medizin und Gesundheit. Dank eines Stipendiums des Staats Preußen konnte er zunächst sein Abitur machen und trat 1874 in die Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen in Berlin ein. Er studierte dort eben Medizin und musste im Anschluss für eine gewisse Zeit im Militär als Truppenarzt dienen. Behrings Fachgebiete waren die Seuchenprävention, also die mögliche Verhinderung von Seuchen, sowie Hygiene, die zu dieser Zeit noch lange nicht so war, wie wir es heute kennen. Als Behring nämlich Ende der 1880er Jahre ans Berliner Charité, das ist ein relativ berühmtes Krankenhaus in Berlin, kam, hatten die meisten Haushalte weder Strom noch einen Anschluss an fließendes Wasser. Und wenn wir uns das heute wegdenken, wird Hygiene auf einmal zur größeren Aufgabe. Emil von Behring forschte gemeinsam mit anderen Medizinern an den Krankheiten Diphtherie und Tetanus. Gegen diese beiden Krankheiten können wir heute unter anderem dank Behring geimpft werden. Damals waren sie allerdings insbesondere für Kinder nicht selten sogar tödlich. Emil von Behring wollte in der Bekämpfung dieser Krankheiten einen anderen Weg gehen, als es üblich war. Er wollte die Krankheitserreger nicht mit desinfizierenden Chemikalien bekämpfen, sondern den Körper dazu bringen, sein eigenes Gegengift gegen die Krankheiten herzustellen. Das aus dieser Forschung entstandene Diphtherie-Heilserum wurde ab 1894 erfolgreich in mehreren Kliniken angewendet und hatte zur Folge, dass 3 von 4 erkrankte Menschen geheilt werden konnten. Produziert wurde das Serum übrigens in Frankfurt, in den Höchster Farbwerken. Die Marburger Zeit von Emil von Behring begann im Jahr 1895, als er als Direktor des Hygienischen Instituts, also am Fachbereich der Medizin, zur Universität nach Marburg berufen wurde. Seine Laboratorien von damals stehen heute noch als Wohnhäuser umgebaut in der Wankopfstraße. An das Jahr 1901 erinnerte sich von Behring vermutlich besonders gerne. Im Januar nämlich wurde Emil Behring zunächst der Adelstitel verliehen, weshalb er erst von dort an von Behring genannt wurde. Außerdem wurde er 1901 mit dem ersten Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet, was eben auf seine Forschung gegen die Diphtheriekrankheit zurückzuführen ist. In einem Jahr erst vom Kaiser den Adelstitel abgeholt und kurz später den Nobelpreis nach Hause gebracht. Das kann man sich mal so in den Lebenslauf schreiben. Kurze Zeit später, im Jahr 1904, gründete er mit den Behringwerken in Marburg sein bis heute bestehendes Unternehmen. Es gelang ihm, mit seinem japanischen Kollegen Shibasaburo Kitasato auch ein Heilserum gegen Tetanus herzustellen, welches sehr erfolgreich im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam und von Behring den Ruf als Retter der Soldaten verlieh. Zuvor nannte ihn die Presse für das Mittel gegen Diphtherie bereits Retter der Kinder. In Gedenken an Emil von Behring verleiht die Philipps-Universität Marburg alle 2 Jahre den Emil von Behring-Preis für besondere Verdienste in der Immunbiologie und Seuchenbekämpfung. Emil von Behring starb 1917 im Alter von 63 Jahren. Seine Ruhestätte befindet sich im sogenannten Behring-Mausoleum an der Elsenhöhe. Die Elsenhöhe übrigens ist nach seiner Frau Else benannt.